Heute das Fazit vom Akula Delsig Design Kayaks, das PE-Kajak, nach ungefähr einem Jahr Fahrzeit. Nach dem Intro geht's los. Hallo, hier ist der Mammen-Freizeitkanal. Ich bin Ralf und ich stelle heute das Fazit vor. Mein Fazit von dem Akula von Delsig Design Kayaks, das PE-Kajak. Ich bin jetzt fast knapp ein Jahr mit gefahren und meine Vorteile, meine Nachteile zu diesem Boot in diesem Video. Und fangen wir gleich mal mit der wichtigsten Kategorie an, die vielleicht viele interessiert oder die meisten immer interessiert. Anfangsstabilität. Anfangsstabilität und das böse Wort Kipplichkeit. Das heißt ja nicht, wie ich ins Boot einsteige. Das ist, versteht man, wie gesagt, nicht unter Kipplichkeit, sondern wenn ich im Boot schon drin sitze. Und die würde ich als sehr gut bezeichnen. Entscheidend hier auch von der Rumpfform. Man kann gut die Spritsäcke schließen, man kann sich immer noch hin und her bewegen. Das Boot liegt sicher auf dem Wasser und kippt nicht sofort nach rechts oder links. Und die Endstabilität beim Fahren finde ich auch sehr gut. Also ich würde die als mittelhoch bezeichnen. Ganz hoch nicht, aber mittelhoch. Weil so schnell kippt man mit dem Boot auch nicht um und auch nicht in den Wellen, wenn sich das Boot mal hin und her bewegt. Beim Fahren, beim Paddeln hat sich das eigentlich gut bewährt, dass das Boot einwandfrei, gut, sicher läuft. Vom Einstieg her, von der Luke her, hat die ja fast 94 vorne. Genauen Angaben setze ich wahrscheinlich unten in die Infobox noch rein. Lässt sich ganz gut auch von oben einsteigen. Ich habe ja auch schon eine Übung gemacht, Heckeinstieg da wieder reinzukommen und habe ja einige Modifikationen gemacht mit bei Pimp My Kayak. Die wiederhole ich heute aber nicht. Ich sage zu dem allgemeinen Urzustand, zu dem Boot, wie es mal war, wie ich es gekauft habe, was. Und ich habe dann auch nicht das genau nach Kategorien sortiert. Ich bin jetzt mit der Anfangsstabilität angefangen. Aber manche Sachen greifen ineinander und da muss man andere Sachen da eben, andere Themenbereiche mit einfließen lassen. Also wie gesagt, Anfangsstabilität finde ich sehr hoch, sehr gut. Also auch für, also meines Erfahrungs auch für Anfänger geeignet, obwohl ich ja persönlich, sag ich mal, ich habe auch ganz schmalere Boote gehabt, so ein weißes Rennkajak. Ich zeige es mal eben hier in den Bildern. Das ist ein ganz 5 Meter Rennkajak mit integrierten Skeg. Das fährt fast wie auf Schienen geradeaus. Da habe ich auch keine Probleme gehabt, da einzusteigen und da drinnen zu sitzen, ohne zu hin und her zu kippeln. Also ich finde die ganzen Boote für mich keine Herausforderung. Aber dieses Boot würde ich, wie gesagt, für Anfänger absolut tauglich halten und auch von der Endstabilität. So dass man nicht sofort im Wasser liegt. Klar, ein bisschen Erfahrung muss man haben, wenn man von einem Boot kommt, das einen sehr flachen, breiten Boden hat. Meinetwegen von einem ganz flachen Luftboot, zum Beispiel von dem Steam 412, was ich auch habe, ist natürlich eine Umstellung, wenn man sowas fährt. Oder wenn man von einem ganz breiten Faltboot auf dieses Boot umsteigt. Aber das ist alles ein bisschen Übungssache und das kann man lernen. Und im Vergleich zum Itiwit 500 liegt dieses Boot besser im Wasser von Anfangsstabilität und von der Endstabilität auf jeden Fall. Das ist also weitaus, ich würde sagen, weitaus besser als das Itiwit, obwohl das Itiwit mir ja auch wieder keine Probleme bereitet hat. Gut, Anfangsstabilität, Endstabilität, das war dazu das. Ja, kommen wir zur Paddlergröße. Ich bin ja 1,90 und ich komme in das Boot sehr gut rein. Vorne ist ungefähr noch, ja, gefühlte 5 cm Platz bis zur ersten Schottwand vorne. Und die Fußrasten sind bei mir auf maximale Länge ausgeführt. Das heißt, mehr kann ich auch nicht nach vorne hinstellen. Und nach meiner Sitzänderung, die ich durchgeführte bei Pimp My Kayak,
könnte ich jetzt sogar die Fußrasten wieder etwas zurückstellen, weil ich mit dem Sitz jetzt etwas anders sitze. Aber im Urzustand mit dem Sitz, ich kann es nicht genau sagen, ob 2 Meter mit Schuhgröße 47 dürfte noch passen. Aber wie gesagt, man muss sowieso, man kann nicht einfach frei das Boot aus dem Internet stellen und hoffen, dass es dann alles hinhaut. Man muss da echt sich reinsetzen. Weil es gibt wirklich Unterschiede, auch zu der Bootsfindung, die ich hier in dem Video mal gemacht habe, wo ich mir dieses Boot ausgesucht habe und verschiedene Kajaks, 5 Stück, probiert habe, wie die an mir passen, wie ich da reinkomme, wie ich da drinnen sitze. Das muss man natürlich vorher ausprobieren. Einfach so aus dem Internet ein Boot bestellen, würde ich nicht machen. Da würde ich wirklich zum Händler hinfahren. Oder man hat nachher die Folge, dass das Boot nachher zurückgeschickt werden muss, weil man da nicht reinkommt. Aber ich würde auf jeden Fall zum Händler hinfahren und das Boot testen. Vom Einstich und von der Breite der Luke her, die ist sehr groß gehalten. Wie gesagt, 94er Länge ist das. Und die Gesamtbootbreite ist ja 58. Dieses ist natürlich etwas schmaler. Aber ich habe an den Seiten auch immer Luft. Ich bin nicht der voluminöse Mensch. Also ich bin nicht sehr dick, sondern relativ schlank und gratig. Und ich komme sehr gut hier rein. Also ich habe rechts und links auch immer noch ausreichend Platz. Nach vorne habe ich sowieso Platz, weil die Luke sehr groß ist. Und vom Ein- und Aussteigen sehe ich da kein Problem. Mit Paddlergröße würde ich teilweise unterschreiben. Ich kann es nicht nachprüfen mit 2 Meter. Das müsste passen. Aber wie gesagt, reinsetzen vorher ausprobieren. Und wenn die Möglichkeit besteht, beim Händler vielleicht noch eine Runde fahren. Ja, kommen wir zu dem Sitz, der im Boot verbaut ist. Den habe ich ja, muss ich mal das Kabel hier wegziehen, so. Den habe ich ja für mich schon verändert. Im Urzustand ist hier noch die Rückenlehne bei. Kann man auf Produktbildern ja sehr gut sehen. Ich habe die jetzt hier abgebaut. Der Sitz ist sehr bequem. Ich habe auch bei längeren Sitzen 3 Stunden, 4 Stunden im Boot ja keine Probleme gehabt. Aber da ist jeder Mensch ja individuell. Das könnte ich jetzt nicht so runterbrechen auf die Allgemeinheit. Also von mir her habe ich mit dem Sitz keine Probleme. Ich habe den jetzt noch etwas aufgefüttert. Und die Rückenlehne selber, die hier normalerweise drauf ist, die ist auch sehr bequem. Also im Urzustand der Sitz würde ich sagen, absolut genial, ist gut gemacht, ist gut gelöst. Und ich habe ja die Rückenlehne abgebaut, weil die mir beim Cowboy Einstieg, das heißt, wenn ich selber einen Einstieg über hinten übers Achterdeck mache, mir immer nach vorne gerutscht ist. Die wird hier an den beiden, das sind so Aussparungen hier im Söhrrand, festgestellt. Und für Normalbetrieb überhaupt kein Problem. Also man kann sich wirklich sehr gut anlehnen, man kann die auch in der Höhe verstellen. Also von daher ist das echt eine bequeme Rückenlehne. Man stößt nicht hinten direkt an den Söhrrand an. Die Rückenlehne ist aus Metall. Ist nicht einfach nur so ein Gurt und mehr will ich da auch nicht zu sagen, also passt perfekt. Und von der Sitzbreite und von der Sitzlänge her, den kann man hier vorne ja auch noch, sag mal, etwas in der Höhe verstellen. Ich habe den auf ganz flach gestellt, weil ich dann vorne sonst zu hoch komme. Das passt immer noch sehr gut. Also Top-Sitz würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass da große Probleme entstehen müssen. Und wenn es zu hart wird, könnte man theoretisch immer noch, wem das zu hart ist, immer noch hier was unterlegen, weil den Sitz der ist hier nur an einigen Punkten befestigt. Man könnte hier unter den Sitz immer noch ein weiches Kissen, so ein Schaumstoffkissen oder so unterpacken, damit man etwas gedämpfter sitzt. Das ist auch noch möglich. Und vom Fahrgefühl ist das so, dass man kommt auch nicht so weit so hoch. Ich habe ja fast so viel unterfüttert, damit ich jetzt gerade komme, dass man immer noch sehr bequem sitzt. Das verringert bei dem Boot, was ich getestet habe, nicht zu sehr den Schwerpunkt und das Paddeln ist immer noch angenehm und auch sicher. Die Lukendeckel vorn und hinten ist ja das gleiche. Die sind relativ flach. Ich wollte das damit so haben, damit ich ein schönes flaches Deck habe, wo nichts hier übersteht. Und die lassen sich ja einfach durch diese
beiden Verschlüsse öffnen. Ich mache das mal eben. Hier ist ja noch eine Sicherungsleine dran. Gut gemacht, gut gedacht. Und dann habe ich hier den Neoprendeckel, der hier auf diesen Mini-Syl rankommt, des Lukendeckels. Ich habe mir das selber nochmal gesichert. Dieser ist normal nicht gesichert. Ich habe mir das selber nochmal gesichert mit einer kleinen Schnur hier. So kann eben auch nicht verloren gehen. Normal bei Wellengang, vorn und hinten, kommt kein Wasser rein. Das habe ich festgestellt, es bleibt trocken. Mache ich Kenterübung, drehe das Boot ein paar Mal, dringt hier Wasser ein. Das ist nicht viel. Ich sag mal, maximal war das ein Schnapsglas groß. Also 1 Cl oder so, 2 Cl. Mehr ist das nicht. Aber Wasser kommt hier rein. Das heißt, wenn man Gepäck drin hat, sollte das extra verpackt werden und nicht einfach so rein. Da hatte ich mit meinem Odin-Kajak keine Probleme. Die Deckel haben wirklich 100% dicht gehalten. Haben natürlich, für mich haben diese Gummideckel auch Vor- und Nachteile, wie auch dieses Neopren. Und beim Draufziehen muss man natürlich etwas Übung haben, den Deckel hier wieder draufzuziehen. Das kriegt man aber zeithin. Es ist etwas schwieriger als einen Gummideckel draufdrücken, klar. Man setzt 2 Punkte an, hat den dritten, hält den vierten dann fest und zieht das dann rüber. Ähnlich wie wenn man jetzt eine Spritzdecke über den Syl ranzieht. Das ist genau das Gleiche, nur dass man jetzt nicht genau drinnen sitzt, sondern von außen zieht. Wenn das Boot schon im Wasser liegt und man zieht den Neoprendeckel dann drauf, ist es wirklich etwas schwieriger, wirklich ein bisschen schwieriger als das Rüberziehen, wenn man das Boot normal auf dem Trockenen hat. Und wo ich letztens auf der Elbe gefahren bin, zum Beispiel auch, wo die Wellen übers Vorschiff da, übers Vordeck rüber geschwappt sind, ist das absolut trocken geblieben. Da sollte man keine Angst haben, dass sich da mega viel Wasser sammelt. Bloß wo ich letztes Jahr die Kenterübung gemacht habe, ist hier Wasser eingedrungen. Aber wie gesagt, das war nicht sehr viel. Das ist unproblematisch. Wenn man das alles wasserdicht verpackt, kein Problem. Und ich glaube nicht, dass man 10 Kenterübungen danach macht beim normalen Fahren. Also da sollte man sich keine Gedanken drüber machen. Von so her würde ich sagen, halten dicht. Und etwas schwieriger aufzuziehen als Gummideckel. Aber finde ich besser dieser Neoprenabschluss und dann der gerade Deckel, damit man das Deck schön flach hat. Die Steueranlage. Finde ich sehr gut, dass sich das komplett hier aufs Deck legt. Man stellt das ja auch mit einem Gummi hier fest. Du kannst dich ja auch nicht runterbewegen beim Transport. Und vom Stellen hin und her lässt die sich ganz sehr schnell ganz gut hoch und runter fahren. Und ich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Ich habe es auch nur 2 Mal bisher benutzt. Jetzt haben wir so ein übergreifendes Thema, weil das Boot sehr gut geradeaus fährt. Also fast wie auf Schienen, da braucht man das Ding relativ wenig. Wenn ich das mal gebraucht habe, war das bei extremem Seitenwind. Oder ich hatte irgendwo mal eine starke Unterströmung, dann brauchte ich das auch nochmal. Aber sonst habe ich es nie benutzt. Und die Reaktion von dem Ruder, von dem Steuerblatt ist sehr, sehr gut. Es geht auch weit genug unten rein, lässt sich ganz gut hoch und runter fahren. Mehr kann man dazu nicht sagen. Seile haben bis jetzt alle gehalten. Kein Verschleiß nirgendwo. Es ist immer noch fest dran. Das ist nur das Spiel, was hier drin ist. Das ist auch ganz normal, weil es sich bewegen kann. Rechts und links. Kein Problem. Also tolle Funktion von dieser Steueranlage. Perfekt. Kann ich nichts Gegenteiliges zu sagen. Ja, kommen wir zu dem Punkt, die fasse ich jetzt mal zusammen. Geschwindigkeit und Windanfälligkeit. Das Boot selber, wenn es im Wasser liegt, ganz normal, ich wiege ungefähr 85 bis 90 Kilo mit Klamotten und ein bisschen Zubehör, 100 Kilo, sage ich mal pauschal, liegt das Boot immer noch sehr hoch im Wasser. Und zwar die Wasserlinie ist dann ungefähr, ich kann es auch nicht mal genau sagen, hier. Und ich habe relativ viel Freibord noch. Das Freibord ist so ein Fachbegriff, nennt man, wenn
hier die Wasserlinie ist und alles, was dann über der Wasserlinie ragt, bis zum Oberdeck hier, das ist das Freibad, also was aus dem Wasser rauskommt. Und vom Fahren her, bei normalem Wind von vorne merkt man eh nichts, ein bisschen Seitenwind merkt man auch nichts. Wenn extremer Seitenwind ist, dann habe ich schon ein paar Mal gemerkt, dass das Boot in den Wind gedrückt wird. Das liegt natürlich daran, dass das Boot ein bisschen mehr aus dem Wasser guckt, wie zum Beispiel andere Kajaks, die weniger Freibord haben. Das heißt, hier weniger aus dem Wasser guckt. Das ist auch völlig klar. Das will ich auch nicht als Kritikpunkt sehen. Das ist einfach normal bei dem Boot. Das werden andere Boote auch genauso haben. Und von der Geschwindigkeit her bin ich, ich drehe das mal ein bisschen um, kann man den Boden noch mal eben sehen. Von der Geschwindigkeit her bin ich ja maximal 9 gefahren. Ich glaube auch, mehr ist auch nicht möglich. Vielleicht noch mit dem Wingpaddel, was ich nicht habe, vielleicht 10, aber das war es dann auch schon. Meine Theorie dazu, das wird ja als Multispannboot in den Beschreibungen mitverkauft. Ja, Multispann, wenn ich mir das hier angucke, sehe ich das nicht so. Also, wir haben von der Seite her gesehen, hier ein Knick drinne, hier nach unten hinweg und dann kommt auch schon ein flacher Boden. Das trägt natürlich zu der Anfangsstabilität extrem bei, dieser flache Boden. Nimmt aber meines Erachtens bei der Geschwindigkeit, bei der Höchstgeschwindigkeit ab. Wenn hier noch so eine Art Knickspant noch gewesen wäre oder als Rundspant, dann wäre das Boot bestimmt noch schneller gewesen. Man muss natürlich auch das Gewicht sehen von 28 Kilo, aber das ist ein flacher, platter Boden. Und im Vergleich zu dem Itivit, der hat auch einen flachen, platten Boden, der aber viel kürzer ist. Dieses Boot ist natürlich auch länger. Nehme ich an, dass, wie gesagt, von dieser Rumpfform her das Boot natürlich etwas an Geschwindigkeit verliert. Andere Boote aus GFK sind natürlich viel leichter und entsprechend natürlich auch schneller. Und die haben auch eine ganz andere Rumpfform. Ich hätte mir gewünscht, dass die Rumpfform unten, aber ich habe es beim Verkauf ja auch gesehen, etwas anders ist. Ja gut, ich sag mal salopp, man kann nicht alles haben und dann hätte ich wieder ein ganz anderes Boot wählen müssen, das vielleicht da wieder Nachteile hat, wo ich lieber Vorteile gehabt hätte, aber das ist schon okay. Also wie gesagt, beim normalen Paddeln 5 erreicht man locker, ist überhaupt kein Problem. 6 auch. 7 etwas zügiger paddeln. Bei 8 kann man auch noch gut halten beim zügigen Paddeln und bis 9, ab 9 würde ich sagen, ist vorbei. Da muss man so extreme hohe Paddelfrequenz haben, das hält man glaube ich auch nicht lange durch. Und von der Rumpfform her selber bin ja letztens auch mal endlich mal ein bisschen mehr Wellen gefahren in der Elbe, habe ich mich da sicher drin gefühlt. Also ich in keinem Moment irgendwo, dass das Boot irgendwie wackeliger wurde oder sonst was, überhaupt nicht. Kein Stück. Also das konnte man nachher gar nicht mehr mitkriegen, weil der Film zu kurz war. Aber in den Wellen von der Elbe habe ich nur noch gelacht und habe sozusagen, Poseidon kann das alles sein, gib mir mehr. Also ich habe mich echt wohl gefühlt mit dem Boot, also kein Problem in den Wellen. Und die waren teilweise, na, ich kann das schlecht schätzen, 1,20 von Wellenberg zu Wellental runter, der Abstand und dann wieder hoch. Also ich habe mich sicher darin gefühlt. Also keinen Moment, auch wo das so hin und her gekippelt hat, wenn dann konnte man das rechts und links immer noch ganz gut stützen. Ja, das zu der Rumpfform und der Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, Multispann kann man irgendwie alles nennen und ich sehe das nicht als Multispann. So. Aber mache ja vielleicht jemand anders sehen. Und von den Rückmeldungen vom Kanten her nehme ich das auch nochmal eben mit rein. Lässt sich das Boot richtig gut kanten. Also man sieht das ja hier. Hier habe ich einen Knick drinne, hier habe ich den nächsten drinne
Und hier kommt der flache Boden. Also bis hierhin kann ich das Boot echt super kanten. Das ist auch kein Problem, auch auf der Kante fahren. Und auch vom Lenken her kann ich schon allein durch Gewichtsverlagerung das Boot rechts oder links fahren lassen. Ohne dass ich groß irgendwie Paddelschläge dafür brauche. Das funktioniert auch so schon sehr gut. Und wenn ich entsprechend das Boot kannte und entsprechende Paddeltechnik habe, kann ich das Boot perfekt Kurven fahren. Da brauche ich wirklich hinten die Steueranlage, brauche ich dafür nicht. Also das reagiert, so ein Paddelschlag ist natürlich auch viel reaktionsschneller. Wenn ich Bugruder oder Heckruder nehme, kann ich das Boot viel schneller um eine Kurve rumfahren oder Hindernis ausweichen, als wenn ich die Steueranlage dazu nehme. Die Steueranlage würde ich dazu nur benutzen. Ich habe ja noch so ein Windpaddel. Dann habe ich ja hier Bänder gespannt. Da kann man irgendwie schlecht paddeln. Dann würde ich die auch reinmachen und die Steueranlage wirklich benutzen dafür. Aber so zum Paddeln, perfekt. Ja, was zu dem Thema natürlich mitgehört, ist der gerade Auslauf. Und das kann man ganz schnell sagen, perfekt. Läuft super geradeaus. Vorausgesetzt, man sitzt mittig drinne und das Gepäck entsprechend, wenn man natürlich Gepäck hat, ist auch das Boot entsprechend getrimmt, fährt das Boot richtig gut geradeaus. Da braucht man wirklich kaum korrigieren, außer man hat rechts und links vielleicht Strömung. Aber das meinetwegen hier auf der Hamme getestet, windstill, die Hamme hat ja minimal Strömung, kaum irgendwelche Unterströmungen, die das verziehen können. Perfekter Geradeauslauf, genauso meinetwegen wie bei dem Itiwid. Da brauche ich die Steueranlage nicht. Also das Ding fährt fast wie auf Schienen. Das würde ich so sehen. Ja, nochmal zu dem Bug zu kommen. Vorweg eben, die Toggles haben natürlich auch alle noch gehalten. Das ist ein relativ dünnes Seil, was hier befestigt ist, aber bisher auch keine Abnutzungserscheinung. Die Bugform ist ja speziell an dem Boot. Habe ich noch nirgendwo gesehen und in den Beschreibungen, wenn man das liest, Mike von Mike Necker, Necki genannt, der dieses Boot hauptsächlich entworfen hat, so habe ich es halt recherchiert, soll das Wasser an den Seiten besser weggedrückt werden und das Oberdeck soll trocken bleiben. Ich habe ja vor einiger Zeit, Recherchen gemacht über die Bewohner des nördlichen, die Ureinwohner des nördlichen Polarkreises und dann bin ich auf eine einzige Bootsform gekommen, die das genauso hatte. Man kann das natürlich im Prinzip nicht identisch sagen, aber sehr ähnlich. Und zwar ist das Baidaka oder Baidaka, dieses kleine Boot der Aleuten, hatte vom Prinzip her die gleiche Bugform wie das Akula. Und zwar auch nach oben breit und von unten eben genauso ausgeformt oder angeformt, wie der Kiel hier zu sehen ist. Das heißt, spitz und dann nach oben weglaufen, breiter werden. Genau diese Bugform. Und ich habe das jetzt, wo ich ja so gut 2,5 Stunden in der Elbe gefahren bin letztens, und wo ich zwar mit der Strömung gefahren bin, aber Wind gegen mich hatte, also auch die Wellen, konnte ich genau sehen, wie das Boot sich in den Wellen verhält, wie das Wasser weggedrückt wird und entsprechend der Wellenlänge. Die Wellen waren etwas länger als das Boot. Das Boot ist ja 4,88 Meter. Die Wellen mögen so um 5 Meter, 6 Meter gewesen sein von Wellenberg zu Wellenberg, sage ich mal, die Wellenlänge. Und das Boot ist dann auch immer schön eingetaucht und ich konnte genau sehen, wie das Boot eintaucht. Und das Wasser ist wirklich, wurde so, wirklich so weggedrückt von unten her beim Eintauchen. Natürlich ist der Bug auch manchmal in die Welle mit rein, aber das Boot selber, das Wasser wurde hier weggedrückt und ich meine, dass das Boot dadurch auch vorne einen besseren Auftrieb hatte. Das heißt, es ist nicht so richtig tief eingetaucht. Ich hatte ja das Odin Lettmann auch mal auf der Weser, wo ich durch ein paar Schlepperwellen, die waren auch sehr hoch, gefahren bin. Und das ist mehr eingetaucht. Dieses Boot kommt relativ schnell wieder raus. Klar, wenn die Wellen noch kürzer sind,
oder länger sind, je nachdem wie der Winkel gerade ist, taucht natürlich die Spitze auch mit ein. Aber das Boot hat meines Erachtens einen besseren Auftrieb gehabt in den Wellen als das Odin Lettmann, was ich jetzt nur zum Vergleich habe. Und das fand ich sehr gut. Das Deck ist natürlich auch etwas nass geworden, klar, das bleibt nicht aus, aber ich finde diese Form wirklich toll und mich erinnert wirklich das stark, das kann man sich ja mal auf den Bildern im Internet angucken, wie so ein Baidaka aussieht von vorne, sehr stark an die Form, an die Bugform von einem Baidaka. Und das Wasser, das Boot ist eingetaucht, das Wasser wurde so hoch gedrückt und weggedrückt und damit ist das Boot auch sofort wieder schneller aus dem Wasser gekommen und ist dann nicht, sag mal, so richtig tief in die Welle eingetaucht. Eher auf den Wellen fahren als dann so tief eintauchen. Fand ich sehr gut an dem Boot. Und das merkt man aber erst, wenn man wirklich, wirklich Wellen vor sich hat. Wie das dann noch bei höheren, größeren Wellen ist, ich glaube, es verhält sich ähnlich. Und das vermittelt auch, wenn das nicht so tief eintaucht. Also wie gesagt, ich hatte in den Wellen nicht eine Sekunde irgendwie das Gefühl, dass ich mich unsicher in diesem Boot gefühlt habe. Das schaukelte so, ja, man musste nur zügig paddeln, weil der Wind so stark von vorne kam und entsprechend die Wellen natürlich auch höher waren an dem Tag. Aber so von dem Wellenverhalten, gerade auch von der Bugform hier, fand ich das perfekt. Also kann man nichts anderes sagen. Zu den ganzen angebrachten Bungee und Rundumleinen, die habe ich ja teilweise geändert. Die Bungees selber sind original noch, die Deckfittinge halten auch noch. Da hat sich keine Materialschwäche rausgestellt, das hält noch alles. Diese Strapse hier vorne, also die Verschlüsse für die Deckel halten auch noch. Da ist nichts dabei, was ein Anschein von Defekt zeigt, gar nichts ausgefranst. Diese Dinger sind immer noch stabil, da hat sich nichts geändert. Das Decknetz habe ich ja abgebaut, weil ich das persönlich nicht so schön finde. Und von den anderen Sachen, die hier angebaut sind als Original, auch die Metallhalterung hier vorne und auch da hinten vom Sitz her, die Steueranlage, das ganze Kunststoffzeug, was hier verbaut ist und die Seile, es hat nirgendwo bis jetzt einen Anschein eines, Nutzungsabriebs gegeben. Nirgendwo. Also das ist alles noch wie etwas verschmutzt, muss ich zugeben, ja. So wie am ersten Tag. Und da sind keine Probleme entstanden. Eines möchte ich noch mal zum Bootsgewicht sagen. Das Boot wiegt ja 28 Kilo und kann sein, dass sich das vielleicht dann negativ anhört. Ist es aber nicht. Man muss mal die Relation sehen. Klar, ein Boot mit 18 Kilo, 15 oder 20 ist natürlich leichter als ein Boot mit einem Leergewicht von 28 Kilo. Ich hatte ein Boot mit 15,5 Kilo, das weiße Rennkajak. Und wenn ich das 300 Meter oder 400 Meter zum Wasser getragen habe, ohne Bootswagen, dann zieht das ganz schön auf der Schulter hier oben. Vielleicht einen Lappen unterlegen, aber trotzdem merkt man das Gewicht von 15,5 Kilo auf ein paar hundert Meter. 10, 20 oder 30, 40 Meter ist kein Problem. Und die meisten Videos zeigen auch mal eben so ein Kajak eben Schultern. 20, 30 Meter, kein Problem. Klar, natürlich. Aber man sollte das Gewicht dann nicht so sehr im Fokus haben. Natürlich braucht man hier für längere Strecken, für das hier einen Bootswagen. Das kann ich auch nicht da mal eben 200 Meter tragen. Aber wie gesagt, beladene Boote sind eh schwerer und die meisten Videos, die man sieht, sind dann nur 10, 20, 30, 40, 50 Meter zum Wasser mal eben tragen. Das sieht dann alles easy aus, aber länger auch 20 Kilo auf der Schulter tragen, das kann man mal probieren. Das ist auch nicht ohne, das zieht ganz schön auf der Schulter ein. Auch wie gesagt, das Rennkajak, wo ich das teilweise entfernt 300 Meter getragen habe, das habe ich gewechselt, rechts und wieder linke Schulter, wieder rechte Schulter, wieder runtergelassen. Also mal eben so ist das auch nicht. Und das Gewicht im Wasser von diesem Boot, 28 Kilo, liegt auch natürlich satter im Wasser. Wie gesagt, wenn man das Ding erstmal auf Geschwindigkeit hat,
die gleichbleibende Geschwindigkeit, die man dann hat mit dem Boot, die lässt sich auch dann locker halten. Also das ist nicht so, dass 28 Kilo stärker abbremsen, habe ich jedenfalls nicht gemerkt. Im Gegensatz zum Odin Lettmann, das auch ungefähr um die 30 gewogen hat. Das Rennkajak hat dann 15,5 ungefähr gewogen. Das Itivit wiegt ja ungefähr 16 Kilo. Das Faltboot, wie ich, was ich habe, liegt 30 Kilo. Das Luftkajak, was ich sonst habe, das Steam, wie lag das auch bei 15 Kilo? Was hatte ich denn noch? Canyon 430S lag bei 24 Kilo. Das ist, wenn man die Geschwindigkeit mit dem Boot hat, fährt das. Also das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen. Nicht, dass man irgendwie abschreckt vor 28 Kilo, das würde ich definitiv nicht sagen. Klar, wenn man das auf dem Dach auch aufbringen möchte, das ist ein wichtiger Punkt, ist das schwerer als 20 Kilo hochzuheben. Man kann das aber mit einem Trägersystem, gibt es da teure zu kaufen. Ich benutze einfach nur eine lange Stange, die ich mit Kabelbindern am Dachpackträger festmache, das Boot dagegen lehne, die eine Seite hochschiebe und dann hinten rauf schiebe. Teilweise kann ich es halt so auch raufpacken. Am Ende eines Paddelstages, da hat man natürlich ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen die Kraft verloren und dann das Boot darauf zu kriegen, ist natürlich schwerer als 20 Kilo. Das ist auch klar. Aber man, wie gesagt, das ist mir ganz wichtig. Das sollte nicht vor 28 Kilo abschrecken. Das Boot fährt toll, die Geschwindigkeit ist gut zu halten und da merkt man die 28 Kilo auch gar nicht mehr. Ja, das war mein Fazit über das Boot. Wer dazu noch Fragen hat, bitte in die Kommentare reinschreiben. Wenn ich irgendwas vergessen habe, auch eben reinschreiben, kann ich eben ausfüllen. Und wie gesagt, mein Fazit, Gesamtendfazit für das gesamte Boot hier, also meine Kaufempfehlung, ich mache jetzt nicht groß Werbung jetzt für den Hersteller, aber meine Kaufempfehlung hat das Boot. Ich habe es ja damals für den günstigeren Preis noch bekommen, für 1140. Zurzeit liegt das, glaube ich, bei 1300 oder so. Ist immer noch gerechtfertigt für das Boot. Ist ein guter, günstiger Preis, wie ich finde. Besser als bei anderen Kajaks. Und entsprechend habe ich ja PE genommen, wegen der Unempfindlichkeit und Langlebigkeit des Materials. PE lässt sich natürlich absolut umweltfreundlich auch entsorgen. Das war für mich aber kein Grund, dieses Boot zu kaufen. Ja, wie gesagt, wer da noch zu Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Das war mein Endfazit für dieses Akula. Ich finde es super noch, immer noch gut. Und ja, das war's schon. Das war Ralf für euch, mal mein Freizeitkanal. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.